nachdem die Titanic gesunken ist, Großvater? Nein, gleich nachdem ich in New York war, habe ich einen neuen Job bekommen. Also ich wäre für immer Seemann geblieben. Warum ist die Titanic überhaupt gesunken, wenn sie doch das schönste Schiff der Welt war? Ja, und das sicherste. Sie war ein herrliches Schiff. Hey, hört mal her, was hier in der alten Zeitung steht. Tragisches Ende der Jungfernfahrt der Titanic. Nach dem Untergang des Passagierschiffs werden weiterhin Hunderte vermisst. Damals sind viele Menschen gestorben, was? Ja, das ist eine lange und sehr komplizierte Geschichte. Die Wahrheit ist, dass die vermissten Personen eigentlich gar nicht wirklich vermisst wurden. Das ist alles ein riesiges Missverständnis. Irgendwann erzähle ich euch mal, wie es war. Ja, nicht so wild, Kinder, nicht so wild. Jetzt beruhigt euch wieder. Großvater, wozu ist diese komische Pfeife hier? Hey, leg sie sofort wieder weg. Sie ist gefährlich. Das ist doch nur eine alte Pfeife. Ja, damit. Mit dieser Pfeife konnte man den furchtbaren Mr. Eis herbeirufen. Wen? Warum war er so furchtbar? Hä? Eis war ein brutales, gnadenloses Ungeheuer. Ich sehe schon, Kinder, ihr habt mich überredet. Na, da muss ich euch wohl die ganze Geschichte erzählen. Ja. Aber nur, wenn ihr schön artig seid. Ja, na klar. Ich finde immer noch, dass sie das schönste Schiff war, das jemals gebaut wurde. Alles begann vor langer Zeit in England. Ich war damals noch ein junger Bursche, müsst ihr wissen. Es war ein wunderschöner Tag und am Kai war eine ganze Menge los. In Ordnung. Wer ist der Nächste? Weitergehen. Der Nächste, bitte. Rankommen. Das macht Spaß. Weitergehen, weitergehen. Stellen Sie sich an, Sir. Meine Liebe. Danke, Papa. Da wären wir. Überwältigend, nicht wahr? Unglaublich. Einfach atemberaubend. Im Namen des Kapitäns herzlich willkommen, Exzellenz. Danke, junger Mann. Ich muss schon sagen, Ihr Schiff ist äußerst beeindruckend. Nicht, Elizabeth? Das kann man wohl sagen. Sorgen Sie dafür, dass das Gepäck des Herzogs von Kempten an Bord gebracht wird. Ja, Sir. Verschwinde, du Mistvieh. Ausgezeichnet, Mr. Connors. Dann rufen wir die Leute der Reihe nach an Bord. Ei, ei, Sir. Wen haben wir denn da? Mr. und Mrs. Angus McMaus. Mr. und Mrs. Porrick Liam Orett mit zwei Kindern. Juan und Evita Ratton mit Nachwuchs. Jean-Luc und François Ratatouille. Und die Mausetti-Familie aus Sizilien. Als da wären Parmigiano, ja. Pecorino, Gorgonzola, ja. Provolone, Fontina, Cacciatorello, Ricotta, Mozzarella und Elspeth. Was für eine leckere Familie, Mr. und Mrs. Mausetti. Herr Heinrich und Frau Greta von Mauskäse mit Anhang, Schlemil und Becky Mäusel. Sowie die Familie Silva Pereira Queso aus Recife. Mit den beiden Kindern Ronny und Estrella. Anwesend, Sir. Nennen Sie mich doch einfach Stella. Das machen alle meine Freunde, wissen Sie? Das freut mich sehr, Sie kennenzulernen, Stella. Top Connors steht Ihnen zu Diensten. Oh, danke, Ronny. Sehr nett von dir. Mr. Connors! Sir? Ersparen wir uns die weiteren Formalitäten. Die Zeit drängt. Lassen Sie uns jetzt so schnell wie möglich an Bord gehen. So, und jetzt klettern wir die Trosse hoch. Immer einer nach dem anderen. Immer schön bei der Mama bleiben, damit ihr mir nicht verloren geht. Wir sollen also an dem Tau hochklettern, richtig?
Im Prinzip ja, aber du musst lernen, wie das in der Seemannssprache heißt. Nur Landratten nennen das Tau. Für uns ist das eine Trosse. Verstanden? Klar doch. Gut. Wir sollen jetzt alle ganz, ganz schnell diese Dingens, na, diese Tasse hochklettern und versuchen, auf gar keinen Fall ins Wasser zu fallen. Allein der Gedanke daran macht mir eine fette Gänsehaut. Na, dann wollen wir mal alle schön nacheinander an Bord. Los geht's. So, Ronny, und jetzt hilfst du deiner Familie beim Anbordgehen. Pass besonders gut auf deine süße Schwester Stella auf. Ich mach das schon top. Ich bin so sicher und schnell auf meinen Füßen wie sonst kaum einer. Spitze, Ronny, na dann leg mal los. Sag mal, Kleiner, du bist doch Brasilianer, nicht wahr? Darf ich dich fragen, was dich dazu gebracht hat, nach England zu kommen? Ich will dringend euren Nationalsport lernen, Fußball. Aber ich denke, meine Landmäuse werden ihn etwas verändern. Was? Ihr habt doch wohl nicht etwa vor, die Regeln zu ändern, oder? Nein, nein, die Regeln sind schon in Ordnung, so wie sie sind. Aber wir könnten vielleicht noch ein bisschen mehr Schwung reinbringen. Ich zeig Ihnen, was ich meine. Leid, Senior. Alles in Ordnung? Ja. Oh, danke. Na, jedenfalls, so in etwa stellen wir Brasilianer uns Fußball vor. Mach's gut, Mom. Wird es nicht Zeit, an Bord zu gehen, Papa? Immer mit der Ruhe, meine Liebe. Gnädigste, Hochverehrteste, Ihre Anwesenheit an Bord wird diese Reise unvergesslich machen. Sie sind ein Schmeichler, Mr. Maltravers. Das ist nichts als die Wahrheit. Oh, Milord. Guten Morgen, Maltravers. Sie sind wahrlich eine Augenweide. Elisabeth, etwas mehr Konfidenz. Muss ich dich daran erinnern, dass Everard um deine Hand angehalten hat? Und dass deine Stiefmutter und ich uns einig sind, dass er eine ausgezeichnete Partie ist. Lieber sterbe ich, als diese ekelhafte alte Schlange zu heiraten. Oh. Ja, was heißt denn hier alt? Er ist kaum 40. Das ist doch nicht alt. Na schön, dann ist er eben eine Schlange mittleren Alters. Ja, nicht unverschämt, Elisabeth. Du musst standesgemäß heiraten. Deine Stiefmutter und ich wollen nur das Beste für mein kleines Mädchen, das weißt du doch. Jetzt nimm endlich Vernunft an. Ja, Papa. Was ist da drüben los? Das sind Zigeuner. Geh schon mal vor, ich komme gleich nach. Was für eine anstößige Vorstellung. Darf ich bitten, Smiley? Ja, zeig mal, was du drauf hast. Hey! Was für ein wunderschönes Mädchen. Da drüben, siehst du, geh zu ihr, Smiley, und grüß sie von mir. Na los! Ich habe das Gefühl, deine Tochter versucht, uns aus dem Weg zu gehen. Egal, am Ende muss sie doch machen, was ich will. Und wenn sie nun doch nicht Mr. Everard Maltravers heiraten will? Meine liebe Schwester, ich setze immer meinen Kopf durch. Oh, Sir, die Herzogin braucht Hilfe. Achte doch nicht auf dieses primitive Vieh, Lucifer. Ich habe ihn. Doch. Bitte um Verzeihung. Peter. Das ist Mist. Na, was kriegt ihr? Nur die Ruhe bewahren, Jeffries, den schnappen wir uns. Oh, Verzeihung. Du nichtsnutziger Trottel. Na, komm her. Du bist ein guter Junge. Das gefällt dir, was? Nur Geduld, ich muss meine Handschuhe ausziehen. Oh, vorsichtig, nicht, dass du mich umschubst. Du bist ja ein wirklich süßer kleiner Kerl. Oh, und was für ein schönes, weiches Fell du hast. Ah, das gefällt dir, was? Ich frage mich, wie du wohl heißen magst.
Willst du mir denn sagen? Oh. Komm zurück! Du bist der beste Jagdhund der ganzen Welt, Smiley. Was für ein himmlischer Duft. Komm, meine Liebe, es wird Zeit für uns an Bord zu gehen. Dieser junge Mann könnte unsere Pläne vereiteln. Du hast recht. Jeffreys? Finde heraus, wer das ist. Verlassen Sie sich auf mich, Boss. Das wäre das Letzte, was ich machen würde. An die Arbeit, du Tölpel! Es tut mir leid, Sir, aber Sie müssen das Tier an die Leine nehmen. Augenblick mal. Mein guter Mann, Sie sprechen mit Don Juan Tenorio de Iriarte y González León. Prinz von Andalusia. Der Prinz reist nicht mit irgendwelchen Tieren, Sie Dummkopf. Wenn Sie ein Problem mit ihm haben, tut mir leid, Sir, haben Sie zuerst ein Problem mit uns. Also passen Sie auf, was Sie sagen. Niemand schreibt uns vor, was wir zu tun und zu lassen haben. Und wer es doch wagt, kriegt die Faust zu spüren. Und jetzt zur Seite. Wir wollen an Bord gehen. Oh, du elendes Mistvieh, das werde ich dir heimzahlen. Oh, die Mütze steht dir. Ich lass dich Kiel holen. Dieser verflixte Mistköter. Hier, mein Junge, eine Zeitung für mich. Kommt sofort, Chef. Bitte sehr, Sir. Danke, Chef. Die Titanic sticht heute in See. Das größte Linienschiff der Welt. Der wohlhabende... Ja, wo war ich stehen geblieben, Jeffreys? Ja, an alle Kapitäne meiner Walfangflotte. Haltet euch einsatzbereit. Sobald ihr meine telegrafische Anweisung erhaltet, hisst ihr die Segel. Gezeichnet Everett Maltravers. Ich würde zu gerne wissen, was es da zu lachen gibt, Jeffreys. Raus mit der Sprache, oder muss ich den Witz mit einem Messer aus dir rauskitzeln? Nein, das ist nicht nötig, Boss. Ich bewundere nur Ihre wahrhaft meisterhafte Art, mit der Sie dieses diabolische Unternehmen durchführen. Ja, es läuft wirklich alles wie am Schnürchen. Es gibt keinen Grund, warum der Herzog mir nicht die exklusiven weltweiten Walfangrechte übertragen sollte. Ganz zu schweigen von der Hand seines entzückenden Töchterchens. Wenn Sie die Puppe erst geheiratet haben, dann kommen Sie an sein ganzes Geld ran. Ist doch so, oder was? Entschuldigung, Boss. Ist schon gut, Jeffreys. Du triffst den Nagel auf den Kopf. Das Einzige, was auf dieser Welt zählt, sind Geld und Macht. Alles andere setzt man nur dazu ein, um diese Ziele zu erreichen. Was sitzt du so faul rum? Mach schon, sieh zu, dass die Kapitäne meiner Flotte die Nachricht erhalten. Ist schon so gut wie erledigt. Und hattest du nicht die Aufgabe, alles über den Mann herauszufinden, der mit diesem verlausten Köter an Bord gekommen ist, oder hast du das auch schon erledigt? Nein, aber ich kümmere mich sofort darum, Chefchen, Sir. Oh, da ist noch was, Jeffreys. Wenn ich deine Meinung hören will, dann frage ich dich danach. Ist das klar?
Mr. Crank, drosseln Sie die Maschinen auf halbe Kraft. Ja, Sir. Danke. Maschinenraum, halbe Kraft voraus. Entschuldigen Sie, Captain, Sie werden im Speisesaal erwartet. Sie wollten doch den großen Abend eröffnen. Hätte ich fast vergessen. Bin schon unterwegs. Es gibt kaum etwas Schlimmeres als einen Galaabend. Mr. Craig, rufen Sie mich, wenn es ein Problem gibt. Und wenn es keins gibt, dann erfinden Sie eins. Ja, Sir. Wir kommen zu spät. Freunde, Seeleute, Mitreisende, willkommen an Bord des größten und prächtigsten Schiffes, das auf den 7 Weltmeeren herumschippert. Wahrscheinlich beneidet uns im Augenblick jedes seefahrende Nagetier der Welt um dieses Erlebnis. Aber denkt daran, nicht alles, was glänzt, ist Gold. Dieses Schiff ist so niegelnagelneu, dass es noch nicht einmal vom Mäuse-TÜV überprüft worden ist. Menschen sind geistig, wie wir alle wissen, und hier und da sparen sie schon mal schnell an der Konstruktion und am Material. Passt also auf, wo ihr hintretet. Die gute Nachricht ist, es gibt reichlich Essen an Bord, dank unseres offiziellen Proviantbeschaffers, Jean-Luc Camembert. Bonjour, mes amis. Ich freue mich, euch zu sehen. Ja, wir haben wirklich ausgesprochenes Glück, dass wir ein Gourmet wie Jean-Luc bei uns an Bord haben. Ich bitte um Aufmerksamkeit. Einen Moment noch. Wartet doch, eine letzte Sache noch und ihr scheint mir doch außerordentlich wichtig. Meine geheimen Informanten haben mich davon unterrichtet, dass wir nicht nur mehrere Hunde an Bord haben, sondern leider auch zwei ausgewachsene Katzen. Spitzenmäßig, Katzen schmecken ausgesprochen lecker. Oh ja, ich werde diese Kreuzfahrt genießen. Ich spiele nicht mit dem Feuer. Ich hab sie gesehen, im Gegensatz zu dir. Das sind hochnäsige Katzen, die gehören reichen Leuten. Typen wie die töten nur zum Spaß und nicht, weil sie was zu futtern haben wollen. Du hast gehört, was der Captain gesagt hat. Versprich mir, dass du gut auf dich aufpasst, ja? Hey, sehen wir uns mal ein bisschen im Speisesaal um. Au, ja. Bis nachher, Stella. Oh, Mr. Connors. Ja? Ronny ist ein kleiner Rumtreiber, aber ich bin sicher, dass sie darauf achten, dass er nicht in Schwierigkeiten gerät. Na klar doch. Ich danke Ihnen von Herzen. Also dann. Oh. Guten Abend, Mel Travers. Hochverehrteste, was für ein Vergnügen. Verzeihen Sie meine Verspätung, ich habe gearbeitet und dabei völlig die Zeit vergessen. Elizabeth, Sie sehen bezaubernder aus als je. Es ist nicht nur das beste Schiff der Welt, es hat auch die beste Küche, wenn Sie verstehen. Haben Sie schon die Bekanntschaft von Mr. Mel Travers gemacht? Ja, Captain? Heute Morgen. Ich wusste gar nicht, dass es Orte wie diesen überhaupt gibt. Tja, man lernt eben nie aus. Nix mit Krümel oder Abfällen. Diese Reise wird ein einziges großes Bankett. Jetzt komm bloß nicht wieder auf dumme Gedanken, Ronny. Ich hab deiner Schwester versprochen, auf dich aufzupassen. Und ich möchte mir wegen dir nicht das Fell raufen müssen, klar? Es ist überwältigend, nicht wahr? In der Tat. Sieh dir das an, lauter saftige Leckerli. Ich sterbe vor Hunger. Nur Geduld, wir kriegen später immer noch die wundervollen Reste. Und wenn sie alles auffuttern? Oh. Ladies und Gentlemen, ich bringe einen Toast auf das derzeit wohl berühmteste Paar aus. Lady Elizabeth Campton und Mr. Everard Mel Travers. Danke sehr. Wir fühlen uns wirklich außerordentlich geehrt, Captain. Sehr freundlich von Ihnen. Wäre es nicht wundervoll, wenn Sie an Bord der Titanic heiraten würden? Die ganze Welt würde darüber reden. Ich meine, das hätte doch wirklich Stil, nicht wahr? Wäre das nicht unglaublich? Unglaublich ist wohl nicht das richtige Wort. Unverschämt wäre wohl treffender. Vielleicht fragt ihr mich mal nach meiner Meinung, bevor ihr über meinen Kopf hinweg irgendwas entscheidet. Immer zu Scherzen aufgelegt, unsere Kleine. Es war mir noch nie so ernst wie jetzt. Wenn Sie mich freundlicherweise entschuldigen würden, ich fühle mich etwas seekrank. Ich denke, eine Brise frischer Meeresluft wird mir gut tun. Viel Spaß weiterhin. Bitte warten Sie. Ich hatte nicht die Absicht, Sie zu verärgern, Lady Elizabeth. Bitte vergeben Sie mir. Ich hatte ja keine Ahnung, dass Sie... Es ist nicht Ihre Schuld, Captain. Bitte nehmen Sie Platz. Trinken Sie einen Brandy. Also wirklich, Schatz, du musst mal ein ernstes Wort mit dem Mädchen reden. Eine Dame darf sich in der Öffentlichkeit nicht so benehmen. Ich mag die Alte nicht, nicht ein kleines Fieselfuselfitzelchen. Sie ist schön wie ein Gemälde und so stolz wie eine Feijoada da Carioca. Das kann doch wohl nicht dein Ernst sein. Die alte Ziege da mit dem Federhut? Die natürlich nicht. Ich meine die Blonde, die gerade rausgegangen ist. Ich werde mein ganzes Leben lang von ihr träumen. Ich will ja kein Spielverderber sein, aber ich muss dich an eine Tatsache erinnern. Sie ist eine Frau und du bist eine Maus. Ach was, das Letzte, was ich bin, ist ein Rassist. Dieses Mädchen ist ein Ausbund von Schönheit und wir Brasilianer bewundern Schönheit über alles. Stehen wir ihr gegen die alte Hexe bei.
if you try. Wundere dich nicht, Elisabeth. Ich erklär's dir. Dank eines Netzes magischer Mondstrahlen, die deine Tränen aufgefangen haben, als sie ins Wasser gefallen sind, kannst du unsere Sprache verstehen. Wir haben einen eigenen klitzekleinen Zauber hinzugefügt und voilà, war der Bann gebrochen. Jetzt hör aber auf zu weinen, meine Liebe. Ja, sonst ertrinken wir noch. Wow, was für ein Sprung. Was für ein Schlag. Heißt das, ihr wollt mich beschützen? Hast du gehört, Ronny? Ich wusste, dass sie nett ist und ich wusste, dass sie bis zum Hals in Schwierigkeiten steckt. Hey, durch diesen tollen Zauber kann sie uns verstehen und wir werden ihr helfen können. Das ist doch spitze. Das ist ja unglaublich. Sie sind fantastisch. Wovon redest du? Na, diese Schwimmendingens, sie sind Gold wert. Ich verstehe kein Wort, Ronny. Bei der Sprung- und Schlagkraft könnten die von jeder Stelle des Fußballfelds aus Tore schießen. Wenn ich mich in einen Delfin wie ihr verwandeln könnte, dann wäre ich das glücklichste Wesen auf der ganzen Welt. Ich könnte die Meere durchkreuzen. Ich wäre frei und brauchte keine Angst mehr zu haben. Und dann hätte ich auch keinen Grund mehr zu weinen. Wenn du an meiner Stelle wärst, hättest du gar keine Zeit zu weinen. Wir kämpfen verzweifelt, um das Leben unserer Walfreunde zu retten. Die Schiffe von Meltravers jagen sie, bis sie ausgerottet sind. Er hat sogar seine Flotte vergrößert. Er will sie in Gewässern jagen, die bis jetzt für Walfänger verboten waren. Das wird eine Katastrophe. Die Wale werden aussterben, wenn nicht irgendein Wunder geschieht. Milord, Mr. Meltravers. Wie Sie schon sagten, Milord, meine gesamte Flotte ist bereit, die Segel zu setzen. Im Augenblick liegen Dutzende meiner Schiffe in den Häfen vor Anker. Das kostet mich eine ganze Stange Geld. Ja, ich verstehe das Problem. Ja, in der Tat. Und da Ihre Tochter und ich kurz vor der Vermählung stehen, wäre ein passendes Hochzeitsgeschenk nur recht und billig. Geben Sie mir die exklusiven Fangrechte in all Ihren Wahlgebieten rund um die Erde. Dann haben Sie einen glücklichen Schwiegersohn, der Ihre Tochter noch glücklicher machen kann. Nun, es besteht keine Eile, weder für die Konzession noch für die Hochzeit. Wünsche eine angenehme Nacht, Meltravers. Boss, ich habe gerade... Verflixt! Ich werde die Walfangkonzession schon noch bekommen, und wenn es das Letzte ist, was ich kriegen werde. Setz dich umgehend mit meinen Walfangkapitänen in Verbindung. Sie sollen sofort mit der Jagd beginnen. Schon so gut wie erledigt, Boss. Augenblick noch. Unser spezieller Freund soll sich bereithalten. Und verliere Lady Elizabeth nicht eine Minute aus den Augen. Du musst ihr Schatten werden, hast du verstanden? Ihr Schatten! Wenn du versagst, Jeffreys, dann werde ich dafür sorgen, dass du am Ende dieser Überfahrt zwischen den Haifischen herumschwimmst. Jeffreys, mein Alter. Na los, sag's mir, Baby. Heiß, ich habe eine Nachricht von meinem Boss. Du weißt ja, ich und meine Jungs sind jederzeit bereit zuzuschlagen. Sag uns nur wann. Nicht so hastig, ihr sollt euch nur bereithalten und euch nicht so weit vom Schiff entfernen. Claro, schönen Gruß an Mr. M und sag ihm, wir zerstören alles, was er will und zu jeder Zeit. Oh.
diesem Wetter haben wir aber wirklich Glück gehabt. Freunde, wir haben dich im Speisesaal gesehen. Ja, das Essen sah irre gut aus. Ich werde nie wieder in den Speisesaal gehen, solange sich Everard dort aufhält. Du wirst immer unglücklich sein, wenn du dich versteckst. Du musst dich dem Ding stellen. Sag deinem Vater und Everard, was du davon hältst. Das ist der einzige Weg. Mein Vater lässt sich leider total von Rachel beeinflussen. Nein, Liz, du darfst nicht aufgeben. Dieses Spiel ist noch nicht mal in der zweiten Hälfte. Du musst unbedingt kämpfen. Na schön, ja, ich kämpfen. Werde kämpfen. Immerhin habe ich ja jetzt zwei starke Beschützer an meiner Seite. Wir werden es Everard zeigen und den armen Wahlen helfen. Ja, auf uns kannst du gewählen. Muchachos, bringen wir ein bisschen Leben in die Bude und legen einen flotten Flamenco aufs Parkett, bevor wir ins Bett gehen. Ja! Yeah! Hey, was hast du denn, Smiley? Stört dich irgendwas? Ach, du willst, dass ich aufstehe, ja? Keine Angst, es ist alles in Ordnung. Ich will nur ein bisschen für mich sein. Und an dieses wunderhübsche Mädchen denken. Ob ich sie je wiedersehen werde? Du hast recht, Amigo. Selbstverständlich werde ich sie wiedersehen. Ich muss mein Schicksal in die Hand nehmen, das ist alles. Ich kann mich doch nicht die ganze Fahrt über zurückziehen, meinem Weltschmerz nachhängen und einem Traumbild nachjagen. So werde ich ihr Herz nie erobern. Sie speist heute schon wieder nicht mit uns. Das kann ich nicht hinnehmen. Ich werde mit meiner eigensinnigen Tochter ein Wörtchen reden müssen. Das hat weder Art noch Stil. Dieses kleine, dumme Ding wird doch alles kaputt machen, was wir so hübsch eingefädelt haben. Und der Herzog, dieser Schwachkopf, hilft dir vielleicht auch noch. Ich muss sofort mit Everard sprechen. Du bleibst hier. Eins für dich, eins für dich. Das ist lecker, ha? Spionage ist ein harter Job. Da muss man zuerst die innere Maus stärken und Energie auftanken. Jetzt haben wir so viel getankt, dass wir Pyramiden bauen könnten. Auf in den Kampf! Na komm schon, du Transuse! Hui, schon unterwegs! Oh, das hätte ich ja beinahe vergessen. Wir kommen wie vereinbart zurück und erstatten dir Bericht. Aber dafür musst du uns versprechen, die Kabine für eine Weile nicht zu verlassen. Wenn du dieses Walfangrecht bekommen willst, dann musst du den alten Trottel davon überzeugen, dass seine Tochter in dich verliebt ist. Ich weiß bloß nicht, wie wir das anstellen wollen. Sie ist ja so eigensinnig. Was sagst du denn dazu? Normalerweise wirke ich auf Frauen immer unwiderstehlich, aber in diesem Fall scheine ich wohl nicht die gewohnte Wirkung zu haben. Von wegen, der ist unwiderstehlich wie eine Klapperschlange. Also ich kann mich deinem Schaden leider verziehen, lieber Everard. Meine Stieftochter ist nur zu blöd. Aber ich habe einen kleinen Plan, um unsere Geschäftsbeziehungen zu retten. Glücklicherweise ist unsere Beziehung nicht auf das Geschäftliche beschränkt. So was Hinterhältiges und Gemeines! Du bist unter einem fadenscheinigen Vorwand in Elisabeths Kabine und ich werde dafür sorgen, dass der Herzog sieht, wie du sie mit einem glücklichen Ausdruck im Gesicht verlässt. Grandios! Das ist eine fantastische Idee. Wenn du mir weiterhin in dieser Weise behilflich bist, sehe ich eine rosige gemeinsame Zukunft vor uns. Schnell! Wir müssen Elisabeth warnen! Ja, und nicht sie hin! Seid ihr sicher? Ja, mein Trevor und sie muss unbedingt mit ihrem Vater reden. Dein Vater soll glauben, dass du in Everard verknallt und hinterhältig wird und hier rumkuschelt und so. Ein teuflischer Plan. Und so hinterhältig. Sprich mit deinem Vater. Mit deinem Vater, sag's ihm. Ach, du bist es, mein Töchterchen. Ich freue mich, dich zu sehen. Ich wollte etwas später sowieso bei dir vorbeischauen. Ich habe dir etwas außerordentlich Wichtiges mitzuteilen, Papa. Ich habe nicht die Absicht, Everard Maltravers zu heiraten.
Ich verabscheue ihn und das, was er tut. Ich weiß, du hast andere Pläne mit mir, aber ich kann ihn nicht einfach... Andere Pläne? Ich habe nur den Plan, meine einzige geliebte Tochter glücklich zu sehen. Ich würde dich nie im Leben zu etwas zwingen, was du nicht willst. Das versichere ich dir. Ach, Papa! Pfeffer ist und auch noch ohne sein Herrchen macht, dass du rauskommst. Verrückt, wie kannst du denn versuchen, ganz allein in den Tanzsaal der Menschen zu kommen? Oh, du hast vollkommen recht, mein Freund. Manchmal vergesse ich eben die Tatsache, dass nicht alle Kreaturen dieser Welt die gleichen Rechte haben. Na, dann bist du also doch nicht so verrückt, wie es scheint. Sag mal, was hat dich denn so fasziniert, dass du dich unbedingt da reinschleichen wolltest? Ach, das ist eine lange und komplizierte Geschichte. Ich habe nach einem Mädchen Ausschau gehalten. Alter Junge, das ist absolut genial. Das ist echt eine Spitzenidee. Spitze. Oh. Meint ihr, dass es funktionieren könnte? Hundertprozentig. Es kann gar nicht schief gehen, wenn wir alles organisieren. Ich bin froh, dass euch meine Idee gefällt. Wollt ihr sie in die Tat umsetzen? Morgen früh bei Sonnenaufgang. Einverstanden? Super, dann bis morgen. Eins verstehe ich nicht. Warum ist es immer so kompliziert, in jemanden verliebt zu sein, den man von Herzen gern hat? Das wirst du schon noch herausfinden. Hui! Der Herzog kann jeden Augenblick herauskommen, Everard. Bist du sicher, dass deine Berechnungen korrekt sind? Glaub mir, Elisabeth, Flugbahnen sind mein Spezialgebiet. Er wird sein Ziel nicht verfehlen. Fertig? Los! Unverzeihlich. Ich bin froh, dass sich Elisabeth ihn nicht an den Hals geworfen hat. Ganz delizios, sag ich. Also dann, wir kümmern uns um die Musik. Ihr müsst nur dafür sorgen, dass ihr nicht die Tür zuschlagt. Unser Besitzer hat einen sehr leichten Schlaf. Wir sehen uns am Deck. Bis nachher, Freunde. Oh,
Ja, du hast recht, Smiley. Rauchen sollte hier drinnen verboten sein. Am besten, wir gehen an Deck und schnappen etwas frische Luft, alter Freund. Komm! So eilig? Gibt es ein Problem? Die Delfine sind da und sie wollen mit dir reden. Ich komme sofort. Wir müssen die beiden unbedingt allein lassen, verstehst du? Wir verstecken uns da drüben bei der Trosse. Na los! Romantisch, nicht wahr? Ja. Worauf wartest du noch? Maestro, es ist soweit! Es ist soweit! Ihr könnt anfangen! Und eins, und zwei, und drei! Schenken Sie mir diesen Tanz. Ich weiß gar nicht, wie ich euch danken soll, Freunde. Ihr habt mich zum glücklichsten Mann der Welt gemacht. Ha ha ha!
Smiley, ich weiß, dass du das alles eingefädelt hast. Ich glaube, dafür werde ich dir wohl nie genug danken können. Du bist wirklich mein bester Freund. Ich habe in meinem Leben ja schon einige gemeine Tricks für meinen Boss abgezogen, aber diese netten jungen Leute auszuspionieren ist doch der Gipfel. Aber ich habe keine Wahl. Er würde mich ohne mit der Wimper zu zucken ins Meer schmeißen und der schreckliche Eis würde mich als Vorspeise verputzen. Ja! Ich hoffe, ich habe mich klar ausgedrückt. Ich bitte euch, wozu denn diese Aufregung, meine Lieben? Wenn Mr. Maltravers so wichtig für dich ist, dann heirate du ihn doch. Doch! Deine Impertinenz schreit zum Himmel! Mein Töchterchen, wenn du diesen jungen Mann wirklich liebst, dann hast du selbstverständlich auch meinen Segen. Wenn er mein kleines Mädchen glücklich macht, dann bin ich auch glücklich. Was machen wir jetzt, Rachel? Wir haben keine Zeit für Formalitäten. Wir sitzen im selben Boot. So dürfen wir sie nicht davonkommen lassen. Es ist allerhöchste Zeit, zur Tat zu schreiten. Hier ist mein Plan, Rachel. Aber wir müssen vorsichtig sein. Selbst die Wände haben hier Ohren. Also, ich wusste, es war wichtig, hierher zu kommen und zu lauschen. Lass mal hören. Wir müssen Alarm schlagen. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Zuerst müssen wir Smiley und Juan Bescheid sagen. Na los, komm schon, Connors. Das war doch vorhin noch offen, oder was? Smiley hat das Gitter blockiert. Wir müssen es irgendwie aufkriegen. Leben. Da muss ein Fußballspieler ran. Jetzt pass gut auf. Was ist los, Smiley? Was ist passiert? Oh Mann. Oh, tut uns leid, aber es ist sehr wichtig. Wir haben Matt Travers in seiner Kabine belauscht. Wir haben gedacht, wir trauen unseren Ohren nicht. Ja. Aber er hat wirklich gesagt, dass er vorhat, das Schiff zu versenken. Augenblick. Ich kann diesen Mr. Maltravers auch nicht besonders gut leiden. Aber deshalb verdächtige ich ihn noch lange nicht, dass er das Schiff versenken will. Nie im Leben. Sie müssen uns glauben, er will ein Schiff versenken. Und so wie die Dinge stehen, muss es sich wohl um dieses handeln. Außerdem hat er auch irgendwas von einer Walfangkonzession gesagt. Ja, eine Walfangkonzession. Ja? Ja, er hat die Absicht, sie unter allen Umständen zu bekommen, egal mit welchen Mitteln. Außerdem dürfen wir nicht vergessen, dass er mit Elizabeths Stiefmutter diese alten Hexe unter einer Decke steckt. Und ihr wisst ja, was mein Großvater immer gesagt hat. Traue niemandem, der mit einer Katze zusammenlebt. Wie außerordentlich scharfsinnig von deinem Großvater, Ronny. Dem kann ich nur voll und ganz zustimmen, Jungs. Dann müssen wir die Sache wohl selbst in die Hand nehmen. Also schön, Amikitos. Hört mir gut zu. Ja! Ich denke, dass die einzigen Menschen, denen wir hier noch trauen können, die Zigeuner sind. Meine Freunde aus Spanien. Ich möchte, dass ihr ihnen helft, das ganze Schiff zu durchsuchen. Und wenn ihr was Verdächtiges findet, sagt mir sofort Bescheid. Wird gemacht! Ja! Falls dieser Maltravers wirklich so etwas Fieses ausheckt, finde ich es raus. Und dann wird er teuer dafür bezahlen. Wirf mal ein Auge auf die Kabine davon. Oh, was für ein hübsches Kerlchen. Du bist ja wirklich ein Süßer. Einen Hund wie dich wollte ich auch immer haben. Tja, also bis dann, mein Freund. Dreimal verflixt, ich kann nicht das Geringste sehen. Eine wichtige telegrafische Nachricht von Mr. Maltravers. Sie muss sofort rausgehen. Oh. Jawohl, Sir. Oh. Hör auf, wenn uns denn daran hindert, das zu senden. Los, mach so viel Lärm, wie es geht. Hä? Ich hätte schwören können, das waren Mäuse. Aber das ist doch völlig unmöglich an Bord der Titanic. Eine telegrafische Nachricht von Mr. Maltravers. Wir versuchen ihn davon abzuhalten, sie zu senden. Dass diese Nachricht irgendwas ganz Schlimmes beinhaltet.
Sie darf nicht ihren Empfänger erreichen, Ronny. Du hast recht, aber wie stellen wir das an? Wir haben alle notwendigen Genehmigungen. Beginnt mit dem Walfang. Viel Glück. Ich weiß zwar nicht, wie dieses Gerät funktioniert, aber wenn es ein Kabel hat, können wir es ganz einfach durchknabbern. Da hätte ich auch selber drauf kommen können, Kleiner. Naja, ich weiß nicht, welcher der richtige Draht ist. Wir haben keine Zeit, das herauszufinden. Zur Not beißen wir jeden Draht einzeln durch. Los, Freunde, bringt eure Zähne in Gang. Tja. Was liegt an, hä? Das Schiff muss heute Nacht versenkt werden, aber denk daran, keine Sekunde vor Mitternacht, sonst ist deine ganze Arbeit umsonst, hast du verstanden? Ich bin ja nicht schwerhörig, Dickerchen, also Punkt Mitternacht. Pass bloß auf und mach keinen Fehler, Eis, denn wenn du den Boss verärgerst, dann wird er mit seinen Walfangschiffen und Harpunen auch auf euch losgehen. Du glaubst doch nicht, dass du mir drohen kannst. Meine Jungs und ich haben noch nie Butlerfleisch probiert, verstanden? Und noch was, Jeffrey Boy, wenn du den anderen Leuten dauernd sagst, was sie zu tun und zu lassen haben, dann vergiss nie, jemand, der einem Hai droht, hat nicht mehr viel Zeit in seinem Leben, große Geschichten zu erzählen, wenn du verstehst, was ich meine. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Wir drehen unser nächstes Ding, Jungs. Also hört gut zu. Heute Nacht werden wir die Titanic versenken. Aber Gott, um die Titanic zu versenken, müssten wir sie umkippen. Das ist unmöglich. Unmöglich? Habe ich da etwa unmöglich gehört? Nichts ist unmöglich, du Schwachkopf! Streng mal dein bisschen Grips an. Wir müssen nur dafür sorgen, dass das große Schiff mit einem hübschen rasiermesserscharfen Eisberg zusammenstößt. Der schneidet's wie ein Brötchen in zwei Hälften. Ja, aber sobald der Steuermann einen Eisberg sieht, wird er das Ruder herumreißen und den Kurs ändern. Nachdem wir dafür gesorgt haben, dass der nette kleine Eisberg in der Fahrrinne des Schiffes auftaucht, werden wir uns das Ruderblatt zwischen unsere Beißerchen klemmen, das Schiff auf Kurs halten und dafür sorgen, dass der Zusammenstoß wie geplant stattfinden kann. Ich werde Tentakel, den Riesenkraken, dazu überreden, den Eisberg genau vor der Titanic zu platzieren. Jetzt wisst ihr hoffentlich, warum ich der Boss von euch Hohlköpfen bin, hä? Ich weiß eben, wie man die Dinge anpackt. Aber Boss, Chef, Sir Tentakel würde doch nie im Leben einen Eisberg vor ein Schiff voller Menschen schieben. Genau, er ist die Güte in Person. Er ist ein Warmduscher, ein Weicher, ein Schattenparker. Der tut doch nicht beim Seepferdchen was zuleide. Glaubt ihr denn, das weiß ich nicht? Das habe ich längst bedacht, ihr Garnelenköpfe. Muss ihm doch keiner sagen, dass Menschenleben auf dem Spiel stehen, oder? Wir führen ihn ein bisschen an der Nase rum. Mr. Craig, wir haben Glück. Der scharfe Nordostwind scheint wohl doch etwas nachgelassen zu haben. Ein wundervoller Abend, vor allem weil Elizabeth wieder an unserem Tisch sitzt. Ich denke, wir haben unser kleines, dummes Missverständnis aus der Welt geschafft. Nicht wahr, meine Liebe? Ja, Papa. Heiliger Mäusespeck, jetzt können wir nichts mehr sehen. Oh, oh. Los, Orki, du scheinst ein bisschen nervös zu sein. Ich bin wahnsinnig nervös. Sieh doch mal da drüben. Da ist Eis mit seiner Gang. Oh. Yo, Orki. Was hast du mit deiner Gang auf unserem Territorium zu suchen, Eis? Wir haben ein Problemchen und wir brauchen den Rat von Tentakel. Was denn für ein Problemchen? Du willst es doch nicht etwa veralbern? Ja, es geht um eine Art Wette. Einige von meinen Jungs glauben, dass sie einen Eisberg hochhieven können. Höher als Tentakel. Oh ja, das hört wieder einem Riesenspaß an. Ich weiß, dass es hier unten keinen gibt, der stärker ist als du, Tentakel. Aber einige von meinen Jungs glauben, sie könnten dich trotzdem schlagen. Sie können es ja versuchen.
Oh ja, das nenne ich Sportsgeist. Gute Idee, Eis. Ich kann es kaum erwarten. Du bist echt spitze, Kleiner. Warum fangen wir nicht mit etwas Leichtem an? Nur um die Muskeln ein bisschen in Schwung zu bringen. Gute Idee. Packen wir es an. Tentakel, hier ist irgendwas faul. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie einen Haifisch an Spielspielen sehen. Keine Angst, Orki. Nimm dir ein paar von den Jungs und dann schnappt euch diesen mickrigen, neugierigen, stinktierfarbenen Möchtegern-Killerwal und sperrt ihn in das alte Schiffswrack. Aber passt auf, dass euch niemand erwischt. Er ist drauf reingefallen. So ein Idiot. Eins muss man dir wirklich lassen, Tentakel. Du bist der Muskelmann Nummer eins. Ach, meinst du wirklich? Aber das war gar nicht schwer. Tja, ich bin beeindruckt, Kleiner. Möchtest du vielleicht jetzt mal was Schwereres in die Tentakel nehmen? Ja, aber natürlich. Klar doch. Guter Junge. Na, dann wollen wir doch mal einen richtigen Rekord aufstellen. Was hältst du davon? Tentakelhilfe! So, da wären wir. Ich hoffe nur, dass es klappt. Hä? Hallo, mein Guter. Wie wär's mit einem kleinen Leckerbissen, hä? Hier, gut gefangen. Ein Keks reicht dir gar nicht. Smiley, die Nachricht liegt unter der Keksschachtel. Yippie! Hörst du das? Also das nicht nochmal. Das alles nur wegen dieser jämmerlichen Kröten. Ja, jetzt hab ich dich. Man sollte dem Mann eine Medaille verleihen. Nein, er hat ein Denkmal verdient. Eine Medaille und ein Denkmal. Ich bedauere Ihnen, das sagen zu müssen, Mel Travers, aber die Hochzeit wird nicht stattfinden. Ich weiß Ihre Offenheit zu schätzen, Milord. Darüber hinaus bin ich ehrlich gesagt einigermaßen verblüfft hinsichtlich einiger Einzelheiten Ihrer Walfangkonzession betreffend. Allerdings bin ich durchaus bereit, die Dokumente nochmals zu prüfen. Immerhin wäre es möglich, dass... Die Dokumente befinden sich in meiner Kabine, Milord, wenn ich Sie bitten darf. Ja, selbstverständlich, mein lieber Freund. Da ist Smiley. Das muss die Nachricht sein. Hey, gut gemacht. Du bist doch der Beste. Das darf doch nicht wahr sein. Mein Vater würde ihm niemals die Walfangrechte übertragen. Wir müssen mit ihm reden. Komm mit. Dann wollen wir mal sehen. Ganz ruhig, Herzogchen. Dann passiert Ihnen auch nichts. Nehmen Sie ruhig Platz, Milord. Oh, sind Sie taub? Wenn Sie nun die Güte hätten, sich die Papiere anzusehen, ich bin sicher, es ist alles zu Ihrer Zufriedenheit. Ach ja, eine Sache fehlt natürlich noch. Das ist Ihr aristokratischer Wilhelm, habe ich mich klar und deutlich ausgedrückt? In der Tat. Aber ich werde nicht unterschreiben. Oh doch, das werden Sie. Da irren Sie sich gewaltig. Unterschreiben Sie! Die alter, sturer Bock! Sonst werde ich Ihre dumme, überhebliche Tochter umbringen und den blöden Flamenco-Tänzer, der um Sie herumhüpft, obendrein! Unterschreiben! Herein. Oh, Jeffrey, ist das sein? Schon so gut wie erledigt. Sie Ärmster, nun scheint es doch ein äußerst unerfreulicher Abend für Sie zu werden, Milord. Was? Unterschreib das und wir können als gute Freunde auseinandergehen. Wir hätten Millionäre werden können. Aber du musstest dich ja mit Händen und Füßen dagegen sträuben. Na komm schon, unterschreib endlich. Wird's bald. Wenn Sie mich als Schwiegersohn akzeptiert hätten, wäre das alles nicht passiert. Zu dumm auch, was? Die Zeit drängt, meine Damen. Du hast gerade deinen letzten Willen und dein Testament unterzeichnet, mein Lieber. Ich bin deine Alleinerbin.
Jungs, ich hab ihn zusammengebunden, wie ein Hühnchen, Boss. Ja, hör auf mit dem Gequatsche, Jeffries. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Oh, Verzeihung. Oh, Verzeihung, Boss. No. Also, Jungs, es geht los. Ich verbitte mir jegliche Zeichen von Nervosität oder Angst. Haben wir uns verstanden? Danke, danke. Seht ihr, dieser Riesentittenfisch frisst uns aus der Hand. Ich muss ihn nur noch dazu bringen, einen noch größeren Eisbrocken zu stemmen. Dann heißt es Bye-bye, Titanic. Hey, Boss, ich habe gerade die Situation an der Wasseroberfläche überprüft. Die Titanic wird in wenigen Minuten genau da sein, wo wir sie haben wollen. Ausgezeichnet. Großartig. Und Action. Du bist unschlagbar, Kleiner. Du hast die Wette schon fast gewonnen. Nur fast? Ja, denn nur wenn du einen wirklich riesigen Eisbrocken wirst, kann ich dich zum Gewinner erklären und dich als Anführer meiner persönlichen Elite-Wachtruppe einstellen. Vielleicht borgen sie mir ihr Basecamp, dann versuche ich es nochmal. In Ordnung, Kleiner, wie du willst. Du sollst mein Basecamp kriegen. Aber zuerst musst du den Eisberg da drüben genau 118 Meter in nordöstlicher Richtung schmeißen. Na dann, an die Arbeit, Kleiner. Hey, gib mir sofort mein Basecamp zurück. Ich hab vergiss dein Basecamp, Boss. Im Augenblick gibt es wichtigere Dinge. Ja, du hast recht. Ist ja auch egal. Gut, behalt das Ding. Aber den Job kriegst du nur, wenn du den Eisberg gestemmt hast, klar? Ja, das ist ein faires Angebot. Dann versuch ich's mal. Basecamp redlich verdient. Hey, wo sind denn alle hin? Diesmal bist du wirklich zu weit gegangen, Tentakel. Ja, das war bestimmt ein Weltrekord. Los, Jungs, blockiert das Ruderblatt. Oh, weißt du, was du gerade gemacht hast? Ich hab die Haifische beim Eisberg werfen müssen. Du hast einen Eisberg auf ein Schiff voller Menschen geworfen. Ich weiß nicht, wie viele sich von ihnen retten können. Menschen sind empfindlich, sie erfrieren in diesen Gewässern. Diesmal bist du zu weit gegangen, Kleiner. Oh nein! Vollidiot! Was ist denn los? Stille, Jeffries, stille! Geben Sie Alarm, Crack. Vier Passagiere versuchen, ein Rettungsboot zu stehlen. Aye, Sir. Sofort, Sir. Eisberg direkt voraus, Sir! Steuermann, hart Backbord! Hart Backbord! Das Ruder ist blockiert, Sir! Es reagiert nicht! Grundgütiger! Versuchen Sie es weiter! Wir müssen das Ruderblatt freimachen. Kümmert euch um eure eigenen Angelegenheiten, ihr dämlichen Delfine. Oh. Wir sind weggeschlagen. Gebt die Alarm, Frank. Juan Elizabeth, wartet auf uns! Meine Handschuhe!
du an! Du musst Elisabeth und dich retten, bevor das Schiff untergeht. Hast du verstanden? Ihr müsst so schnell wie es geht dann weg. Thomas und ich werden an den Trossen runterklettern. Papa, wo bist du? Bringen Sie sich in Sicherheit, meine Herren. Aber Captain, kommen Sie denn nicht mit? Nein, mein Platz ist bei meinem Schiff. Ich werde mit ihm untergehen. Sorgen Sie dafür, dass SOS gefunden wird, bevor Sie das Schiff verlassen, Mr. Crack. Viel Glück, meine Herren, und leben Sie wohl. Wir stecken in Schwierigkeiten, Kinder. Ach, wir haben nur noch eine klitzekleine Hoffnung. Sie werden ganz sicher SOS funken. Vielleicht haben wir Glück und es ist ein Schiff in der Nähe, das uns noch rechtzeitig aufnehmen kann. Oh nein, der Telegraph! Aber wir haben doch alle Drähte durchgenagt. Und ihr habt sie danach nicht wieder repariert? Das widerspricht den Regeln der maritimen Seemausgewerkschaft. Nicht der Angst, was ihr da angerichtet habt, ihr Dummkopf. Ihr habt jedes einzelne Nagetier auf diesem Schiff zum sicheren Tod verurteilt. Oh, warum muss ich das erleben? Vielleicht können wir den Schaden ja wieder gut machen. Du hast recht. Setzt euch in Bewegung, Marsch, Marsch, oder ich ziehe euch das Fell über die Ohren. Worauf wartet ihr noch? Eile! Hui! Wenn sie es nicht schaffen, wird das Meer unser Grab werden. Du nimmst jeden, den du finden kannst. Fang schon mal an, die Drähte zu verknüppern. Ich suche Kammernwerk, der weiß immer, was zu tun ist. Kammernwerk, Kammernwerk! Lass das Zeug hier liegen und hilf uns, dann sind wir verloren. Das ist wichtiger als dieser leckere Käse. Wenn du das sagst, mon ami. Wir müssen die Leitungen für den Telegrafen reparieren. Wenn wir die Drähte nicht wieder miteinander verbinden, können sie keinen Notruf rausschicken. Ich verstehe. Uns wird schon was einfallen, denke ich. Verflixt, wir schaffen es einfach nicht. Oh nein, es ist zu spät. Setzen Sie einen Notruf ab. Geben Sie unsere Position durch und verlassen Sie das Schiff. Aye, aye, Sir. Jetzt oder nie, Jungs. Es muss einfach klappen. Nein. Verbindet die Drähte mit meinem Schnauzbart. Macht schon, Freunde. Oh nein, armer Kammernwerk. Oh, Kammernwerk, du warst der Größte. Du warst ein Held. Das wird Ihnen eine Lehre sein. Hemper, wir kommen und helfen uns. Das ist alles deine Schuld. Schnell, beeil dich. Du meine Güte, was habe ich da angerichtet? Das wollte ich doch nicht. Tentakel, ich bin hier in dem alten Wrack. Huh? Oh. Hilf mir raus. Die Delfine brauchen sofort unsere Hilfe. Danke. Jetzt musst du erstmal die Heimliche verjagen, Tentakel. Nein, lass mich sofort los. Wer macht das? Kannst du mir wissen? Verteilt euch so schnell wie möglich auf die restlichen Rettungsboote und seht zu, dass euch die Menschen nicht sehen. Besonders die Frauen, die machen sonst einen Riesenalarm und versperren uns den Weg. Das ist das Letzte, was wir jetzt gebrauchen können. Ich wünsche euch allen viel Glück, meine Freunde. Wir schaffen den Es sind nicht mehr genug Rettungsboote da. Keine Panik, wir haben Platz für alle. Komm nicht. Oh, Papa. Danke, Kinder, vielen Dank. Ich hatte solche Angst um dich. Ich auch. Alles in Ordnung, Sir? Ja, schon, danke. Die Zeit drängt. Ihr müsst so schnell wie möglich in die Rettungsboote. Das ist ja eine Maus. Das erklärt dir später, Papa. Jetzt schnell an Deck.
Seht mal, sie lassen die Rettungsboote herunter. Aber der Herzog ist gefesselt. Er wird ertrinken. Ja. Fang an zu rudern, Jeffreys. Man wird uns sicher bald finden. Eis zeigt uns den Weg zu den Schifffahrtswegen. Und dann haben wir so gut wie gewonnen. Wenigstens Papa ist in Sicherheit. Die Haifische sind weg. Das hast du gut gemacht, Tentakel. Aber es gibt noch etwas anderes außerordentlich Wichtiges zu tun. Sieh mal, das Schiff bricht in zwei. Oh, liebe Güte, du hast recht. Und das ist alles meine Schuld. Es tut mir ja so leid, Ori. Oh Mann, wenn ich doch nur irgendetwas tun könnte. Du kannst etwas tun. Du musst das Schiff zusammenhalten, bis alle Menschen von Bord sind. Ich glaube, das ist selbst für jemanden wie mich unmöglich. Aber ich versuch's. Paco, Fernando, seid ihr da drin? Wo sind sie? Ich weiß nicht. Ja. Was ist das? Das ist unser Ende. Elisabeth, deine Freunde, die Delfine, sind am Heck. Wollen mit dir sprechen. Vielleicht haben sie eine Idee, wie wir uns retten können. Hoffentlich. Was ist, meine Freunde? Hab keine Angst vor dem Riesenkraken. Tentakel ist unser Freund. Er versucht nur, das Schiff zusammenzuhalten. Dann kommt vielleicht doch noch rechtzeitig ein anderes Schiff, um uns zu retten. Ja, wir haben auch die Wale gerufen. Die müssen jeden Augenblick hier sein. Ihr dürft die Hoffnung nicht aufgeben. Danke, Freunde. Wir sehen uns wieder. Können wir dir jemals danken, Tentakel? Du bist ein Held. Oh nein, ich bin kein Held. Ich bin nur ein Kind. Und wenn ich ehrlich bin, dann ist das ganze Unglück hier nur meine Schuld. Nein, Tentakel, mach dir keine Vorwürfe. Ein böser, geldgieriger Mensch ist daran schuld, weißt du? Nein, die Haifische haben mich dazu gebracht, diesen großen Eisberg zu werfen. Die Wale sind da. Hurra! Ja. Schiff niemals verlassen. Oh. Alle sind gerettet. Oh. Oh nein! Nein, niemand soll meinetwegen sterben müssen. Keine Angst. Halt dich fest. Ich habe keine Angst, solange du bei mir bist. Als im See gestochen ist.
Seht doch! Hierher! Hey, hier sind wir! Hier sind wir! Uns geopfert haben. Wir werden euch immer im Gedächtnis behalten. Zu Mann und Frau. If you put your trust in me again, tell me you still know the way to für dich und deine Freunde. Komm mal runter. Oh, das sind ja fabelhafte Neuigkeiten. Vielen Dank, Freunde. Hey. Was gibt's denn, Smiley? Na, das sind ja tolle Neuigkeiten. Also, ich hätte schwören können, dass die beiden miteinander gesprochen haben. Captain, Sie müssen mitkommen. Nein, nein, das geht nicht. Das geht wirklich nicht. Nein. Sie müssen auch mitkommen. Nein, mein Junge. Ich komme später nach. Kutscher, bitte folgen Sie dem Dalmatiner. Ja, Sir. What?
Danke, meine Freunde. Was für eine schöne Hochzeit. Wir sind so froh, dass wir euch helfen konnten. Euren Traum zu verwirklichen. Du bist ein wahrer Held. Du hast dich selbst in Gefahr gebracht, nur um mein Leben zu retten. Gar nicht zu reden von den vielen Menschen, die keinen Platz mehr in den Rettungsbooten gefunden haben. Auch sie verdanken dir ihr Leben. Verrat uns, wie du diese unglaublichen Dinge vollbracht hast. Die Wale haben das meiste gemacht, wirklich. Ich habe doch das wenigste getan. Was für ein schöner Tag, hä? Sieh mal, da drüben, ist das nicht Camembert? Das kann nicht sein, Ronny. Du weißt, er wurde durch einen Stromschlag getötet. Also Oma Stellas Bruder? Wo ist er jetzt? Oh, der ist zurück nach Brasilien gezogen. In New York war es ihm zu kalt, wisst ihr? Da wurde er ein sehr berühmter Fußballtrainer. Großvater, du hast uns doch vorhin erzählt, dass der böse Everett Mel Travers im Meer ertrunken ist, nicht? Das bedeutet ja, dass jetzt niemand mehr die Wale jagt. Hab ich recht? Oh, leider nicht, Kinder. Es gibt immer wieder Menschen wie Everard Maltravers. Ihre Namen ändern sich zwar, aber das Böse lebt weiter und die Wale werden immer noch gejagt. Jetzt liegt es an euch, etwas Kommt, dagegen Kinder, zu tun. Das Essen ist fertig. Lasst euren Großvater in Ruhe. Er braucht jetzt sein Nachmittagsschäfchen. Habt ihr denn nicht gehört, Kinder? Es reicht für heute. Euer Großvater erzählt liebend gern Geschichten, aber er ist ein Seemann und Seeleuten darf man nicht immer alles glauben. Ab mit euch. Na, geht schon. Oh, Top Connors. Oh. If you try.